Die Spuren sind noch deutlich erkennbar. Allein in diesem Jahr gab es in dieser Kurve bereits 2 schwere Unfälle. Feuerwehrler Bernd Meyer erinnert sich. Das besonders Schwere daran ist, dass die Motorradfahrer von oben kommen, gegen die Leitplanke fahren und über die Leitplanke fliegen und in dieses abschüssige Gelände stürzen. Und dort ist halt einfach die Erstversorgung sehr, sehr schwer. Eine Entwicklung macht dem Feuerwehrkommandanten große Sorgen. Der Riedbergpass, sagt er, habe sich zu einer wahren Rennstrecke entwickelt. Sie verabreden sich unten am Pass und starten das und fahren hier ein Rennen rauf. Jeder für sich, aber sie heizen hier richtig rauf. So wie der da, überholt noch ein Auto vor der Kurve. Jetzt lass mal einen von oben genauso schnell runterkommen, dann wird es halt einfach haarig. Doch eine Rettung am Pass ist oft schwierig. Das Problem beginnt schon bei der Anfahrt. Sobald eine Person eingeklemmt ist, wird die Feuerwehr Oberstdorf mit ihrer Rettungsschere mit alarmiert. Doch oft gehen wichtige Minuten verloren, denn die Wache liegt mitten in der Fußgängerzone und nicht alle machen bereitwillig Platz. Wir haben schon gehabt, dass sie einem der Vogel gezeigt haben, wieso du mit ein bisschen erhöhten Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone fährst. Es sind auch schon Leute gekommen, die wo dann direkt vors Auto gesprungen sind. Also ist schon sehr viel vorkommen. Zur Hauptsaison, wenn Oberstdorf voll ist, wird es hier sehr eng. Es geht nur langsam voran. Das nächste Nadelöhr zum Riedbergpass ist die zweispurige B19. Sind die Tage schön, stockt hier schnell der Verkehr. Viele Tagesgäste und Busse sind unterwegs. Doch Platz für eine Rettungsgasse? Oft Fehlanzeige. Dass das Überholen eigentlich für die Feuerwehr dann unmöglich ist. Wichtig, Autofahrer sollten überlegt ausweichen, nicht genau gegenüber voneinander stehen bleiben. Dann kommt noch die Anfahrt auf dem Pass und die ist vor allem steil und eng. Das ist für uns jetzt zum Beispiel so ein Handicap, weil viele Radfahrer einen Riedbergpass hochradeln und wenn Gegenverkehr kommt, das hält da dann wahnsinnig auf. Für die medizinische Erstversorgung gibt es in Balderschwang deshalb den Helfer vor Ort. Ein Team von 8 Ehrenamtlichen, verantwortet durch das Rote Kreuz. Sie überbrücken die Zeit, bis der Krankenwagen da ist oder der Hubschrauber kommt. Damit der überhaupt landen kann, muss der Pass oft stundenlang gesperrt werden. Und noch eine Besonderheit, die es nur in Balderschwang gibt. Unterwegs sind die Sanitäter im Bergwachtfahrzeug. Nachdem ich auch bei der Bergwacht bin, haben wir auch natürlich Seile mit dabei, wo wenn einer über die Leitplanken stürzt, dass wir da auch uns selber sichern können. So wie im Fall der 2 verunglückten Motorradfahrer. Der Wunsch der Rettungskräfte, weniger Unfälle. Ich bin dafür, dass man hier ein generelles 60 km/h-Begrenzung macht und sogar ein Überholverbot für alle. Das würde es unattraktiv machen für Motorradfahrer, um hier Rennen zu fahren, um hier schnell zu fahren. Der Feuerwehrkommandant ist sich sicher. Nur so nimmt die Zahl der Unfälle am Riedbergpass wirklich ab. Musik